Frau Deutelmoser, worauf freuen Sie sich am meisten dieses Jahr für die GDS im März? Jedes Mal dieselbe spannende Frage, worauf freue ich mich am meisten? Ich glaube, es ist einfach insgesamt immer aufregend und toll, die verschiedenen neuen Kollektionen zu sehen. Und natürlich freue ich mich mal ganz besonders auf unsere Modenschauen. Aber ich meine, was sind die Highlights von der GDS dieses Jahr? Kann man sagen, gibt es eine Show, die Sie besonders erwarten? Also wir eröffnen ja die GDS traditionell mit der Upper Style Show und da ist die erste Show, die wir am Freitag da haben, die Presseshow, wird dieses Mal mit Lily Cole sein als Topmodel und ich meine, das ist natürlich für uns auch jedes Mal schon wirklich spannend, so jemanden auch mit auf der Bühne zu haben und ich glaube wirklich, wir haben gestern gerade die Upper Style Show vorbereitet, auch nochmal thematisch und ich glaube wirklich, dass sie dieses Mal ganz, ganz, ganz spannend und aufregend wird. Es gibt ja den Spruch, in der Krise würden Frauen auf alles verzichten, nur nicht auf schicke Schuhe. Ich glaube, da ist nicht das Problem in der jetzigen Finanzkrise, würde ich mal sagen. Aber bei den Männern, wie kann man die davon überzeugen, dass sie sich einfach mehr Schuhe kaufen sollen? Das scheint eine Fragestellung zu sein, die wir bisher noch nicht beantworten konnten. Also eigentlich heißt es ja auch, wenn man weniger Autos kauft, dann gibt man das Geld eher für Schuhe aus. Das müsste sich auch auf Männer beziehen. Ich befürchte aber, das wird nicht ganz so sein. Aber es kommen auch dieses Mal wirklich auch spannende neue Herrenschuhe. Und ich finde schon, dass man so eine leichte Änderung merkt. Also ich finde schon, dass der ein oder andere Mann auch immer mutiger wird, was Schuhe betrifft. Und insofern gebe ich da nicht auf, dass wir es irgendwann auch schaffen, die Männer davon zu überzeugen, dass Schuhe toll sind. Erstmal viel Erfolg bei der diesjährigen GDS, also im März. Und wir sehen uns da bestimmt auch nochmal wieder. Vielen Dank. Danke.